Weißdorn, durch seine Flavonoide und Prozinheit wird Weißdorn das Herz gleichmäßig zu legen. Außer besonders gut ihr allgemein besonderen. Der Preis wird von 900 Milligramm pro Tag empfohlen. Welches Präparat in welcher Dosierung für Sie geeignet ist, können Sie aber auf jeden Fall mit Ihrem Arzt absprechen. Artischocke, Ihr Trockenextrakt enthält Cynarosit und Luteolen, zwei Stoffe, die den Cholesteringehalt im Blutserum senken und das Verkalkungsrisiko minimieren. Eine Tagesdosis von 6 Gramm Trockenextrakt wird empfohlen. Auch hier kann Ihr Arzt ein geeignetes Präparat empfehlen. Knoblauch, auch wenn die Verkalkungsverminderung in den Arterien durch Knoblauch immer wieder angezweifelt wird, Wissenschaftler der Berliner Charité hat sich angenommen, dass der Knoblauch so stark ist, dass er auch die Ablagerungen zurücklässt. Probieren Sie nach Absprache mit Ihrem Arzt eine Knoblauch-Zitronenkur. Dazu geben Sie 30 geschälte Knoblauchzehen und 5 unbehandelte Zitronen aus dem Bioladen, die Sie klein geschnitten haben, in den Mixer und zerkleinern alles. Geben Sie einen Liter Wasser hinzu und lassen Sie diese Mischung aufkochen. Dann gönnen Sie sich ein gutes Gefühl für eine Flasche, die Sie in den Kühlschrank stellen. Trinken Sie 3 Wochen lang ein Glas vor Ihrer Hauptmahlzeit. Mögen Sie dann 8 Tage Pause und beginnen Sie bald wieder von vorne. Die Mischung fördert die Herzfunktion durch den hohen Kaliumgehalt der Zitronensäure und des Cholesterinspiegels.